Leute, wir bekommen ihn wieder, unseren Freedom Day. Aber erstmal in Form von 3 Schritten, und zwar kontrolliert und verantwortungsbewusst. Schritt Nummer 1, der gilt bereits ab sofort. Jetzt dürfen wir uns wieder mit so vielen Menschen treffen, wie wir wollen. Aber auch nur als Gepiekster und als Genesener, denn als Ungepiekster bist du ja weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft und du bist unsolidarisch. Als zweiter Step darfst du dann sogar wieder in den Club gehen, zum Feiern, aber nur mit 2G+. Das heißt, selbst als Gepiekster musst du dann weiterhin einen Test machen, um nachzuweisen, dass du, obwohl du gesund bist, nicht krank bist. Okay. Und als dritter Schritt, dann am 20. März, da kriegen wir ihn wieder, unseren heißgeliebten Freedom Day. Da fallen dann sogar die Zugangsbeschränkungen weg. Was auch immer das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber die Maskenpflicht und die 2G-Regel, wenn wir Glück haben, die 3G-Regel, die bleibt für unsere Gesundheit. Also Freedom Day mit Basisschutzmaßnahmen. Aber laut Olaf Scholz haben wir uns das verdient. Vielen Dank dafür. Zum Glück hat Lauterbach ja jetzt gesagt, dass es nie zu einer Überlastung auf den Intensivstationen gekommen ist, obwohl er eigentlich den ganzen Winter über davor gewarnt hat und auch jetzt schon das RKI vor der nächsten Welle warnt im Herbst, pünktlich zur nächsten Grippesaison. Und auch Olaf Scholz sagt, obwohl er es eigentlich immer verneint hat, dass ab Oktober die Impfpflicht kommt, alles für unsere Gesundheit und weiterhin Teampanik und weiterhin kein Grund, irgendwie auszurasten, weil man belogen wurde. Nein, wir machen weiter. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Wir jetzt in einen Frühling hineinkommen, wo wir viele Beschränkungen hinter uns lassen und die Sache besser wird. Nicht vergessen dürfen, dass es auch den nächsten Herbst und Winter gibt. Und deshalb bleibt es richtig, nicht nur weiter fürs Impfen zu werben, sondern auch die Gesetzgebungsmaßnahmen im Hinblick auf eine allgemeine Impfpflicht vorzubereiten. Sie wird genau dann notwendig sein, wenn das Wetter wieder kälter wird, wenn die Zeit wieder dunkler wird und wenn die Infektionen wieder zunehmen können. Und das ist die Aufgabe, die wir dann auch noch vor uns haben. Vielen Dank. Okay, Schluss mit diesem sarkastischen Bullshit und Schluss mit dieser Shitshow, die ihr Freedom Day nennt. Ja, ihr habt uns wieder angelogen und die Maßnahmen werden weiter fortgeführt. Bis zum Ultimo. Und das wird so weitergehen, bis wir einfach sagen, Schluss, so und nicht weiter. Es liegt nur an uns. Ich werde es einfach machen. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Es ist keine Pandemie mehr und es ging auch nie um unsere Gesundheit. Es ist ein radikaler Umbruch, der im Hintergrund passiert. Zu unserem Nachteil, zu dem Nachteil von unseren Kindern. Hört einfach auf damit. So einfach ist das. In dem Sinne, haut rein, ciao. Und Freedom Day, ab sofort. Ja, so einfach.